Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Oliver und heute zeige ich euch mal, wie man einen Text an einer Kante entlang fließen lassen kann. Und als allererstes Mal hole ich mir eine Hilfslinie. Mit V, dem Verschiebenwerkzeug, greife ich hier ins Lineal, hole mir eine Hilfslinie, damit gleich die Kante hier oben mit dem Pfad waagerecht wird und Photoshop mir nicht den Text in der Mitte ansetzt. Wenn ihr diese Lineale nicht seht, könnt ihr also unter Ansicht Steuerung R hier die Lineale einschalten. Jetzt nehme ich mal das Zeichenstiftwerkzeug oder auch Pfadwerkzeug. Klicke hier oben rein und kann jetzt hier ganz wunderbar an der Körperseite entlang fahren. Und mit gedrückter Alt-Taste kann ich jetzt hier in den Ankerpunkt reinklicken, habe wieder eine spitze Ecke und fahre jetzt einfach mal so ganz grob hier an der Seite entlang. So, muss gar nicht genau sein. Okay, hier an der Stelle stoppe ich jetzt, zoome noch ein bisschen raus mit dem Scrollrad. Jetzt drücke ich die Shift-Taste, damit der Pfad gerade geht. Klicke hier oben rein und nochmal die Shift-Taste. Und jetzt habe ich hier oben eine waagerechte und Photoshop wird mir gleich also den Text hier in die Ecke setzen und nicht irgendwie in der Mitte oder so, weil diese Linie eventuell schief wäre. Die Linie ist ja gerade durch die Hilfslinie. Jetzt nehme ich also mit T das Textwerkzeug und richte mir noch meinen Text hier ein. Mein Font kann ich mir aussuchen, die Schriftgröße und den Zeilenabstand, die Farbe ist wichtig. Klicke ich hier rein. Und jetzt kann ich hier schreiben, bitte abonnieren. Und wenn ich keine Lust habe zu tippen, kann ich auch einen Platzhaltertext einfügen. Einmal und zweimal. Und schon habe ich hier also einen Text, der also sich perfekt hier an der Kante entlang schmiegt. Bestätige das Ganze mit dem Häkchen. Okay, das war mein Video für heute. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Video.